Hello, attendees. This is a lost children's announcement. Would the father of a boy in the green backpack kindly contact a nearby member of staff? Ja, Fußball ist nur ein Spiel, sagen einige. Hello, aber davon merkt man hier heute gar nichts. Dies ist die zweifellos wichtigste Partie, wenn nicht sogar das herausragende sportliche Event der Woche. Was auch erklärt, warum hier im Stadion eine solche Festivalstimmung herrscht. Geht es spektakulärer? Geht es eine wirklich spektakulärere Bühne als diese hier? Ich glaube, nein. Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr Ball rumkommen. Freistoß für den FC Barcelona. Ja, was für ein Beginn. Ein Freistoß in einer aussichtsreichen Situation. Und das schon in den ersten Minuten. Also das ist keine optimale Entfernung, aber ein richtig starker Vollspannschütze, der richtig drauf... Neymar! Auf die Seite verlagert. Makelele. Gut vom Ball getrennt, den Gegner. Und der Konter läuft. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Vinicius Junior mit dem Dribbling durch die... Das ist ein Foul. Na klar war das kein schönes Foul, aber die Frage ist erlaubt, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass der so alleine hätte durchmarschieren können. Osimhen macht den Eindruck, als wollte er draufhalten. Na, das ist schon ziemlich weit weg, aber vielleicht für ihn nicht. Toni Kroos. Da ist er noch dran. Oh, den hat er sich aber zu einfach abnehmen lassen. Ball im Seitenaus, Einwurf. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Jetzt könnte was gehen. Das ist Casemiro. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Und ab geht die Post. Makelele, er probiert es mal mit dem Heber. Achtung, Abtor für den FC Barcelona. Jetzt also beginnt dieses Spiel endgültig. Balleroberung, schneller Konter, konsequenter Abschluss. Genau so muss es gehen. Sie haben sich das vorgenommen und sie setzen es um. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Eine hauchdünne Führung, aber wehe, sie ruhen sich drauf aus.
Jetzt den präzisen Pass spielen. Da ist der Pass. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Okay, das sieht vielversprechend aus. Da ist die Chance. Und er zieht ab. Der sitzt! Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Zugegeben, es waren nur einige Zentimeter, aber wir sehen trotzdem ganz deutlich, er hat nicht im Abseits gestanden. Der FC Barcelona. Jetzt mit einem ganz bequemen 2-Tore-Vorsprung. Überhaupt keine Frage. Eine Mannschaft hat hier gerade jetzt einen richtigen Lauf. Und den sollten sie jetzt versuchen auszubauen. Casemiro. Kimmich. Fantastisch, was der mit dem Ball kann. Freistoß für den FC Barcelona. Auf jeden Fall ist diese Situation vielversprechend. Messi, das ist ein super Torhüter. Glanzparade des Keepers. Der Ball hätte sitzen können. Das war ein stark getretener Freistoß. Aber der Keeper macht in dieser Situation alles richtig. Gut gelöst, die Situation. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Neymar mit der Torchance. Freistoß für den FC Barcelona. Rice hat für die Aktion die gelbe Karte bekommen. Diese Entscheidung geht absolut in Ordnung. Der Schiedsrichter hatte ihn doch bereits zu sich gebeten und ihm gesagt, mach mal halblang. Jetzt kriegt er gelb, völlig zurecht. Der FC Barcelona mit einer guten Kontergelegenheit. Ja, dann geht's plötzlich ganz schnell in die andere Richtung. Er nimmt ihn an und hier ist die Gelegenheit. Klasse Aktion vom Keeper. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. Perfekt antizipiert. Haaland. Vinicius Junior. Und jetzt aber. Tolles Zug, er hält drauf. Da wackelt das Netz. Der ist so gedankenschnell, der hat so ein Näschen. Klasse. Da steht er völlig frei und der Pass kommt perfekt. Sie haben es ihnen leicht gemacht und sie haben das Tor. Nichtsdestotrotz, das muss man anerkennen, mit Bravour erzielt. Die Schussgelegenheit! Toni Kroos, ordentliche Chance! Und er wirft sich dazwischen. Ganz starke Aktion von ihm, Respekt. Jetzt könnten sie schnell umschalten. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Rüdiger hat seinen Gegner klar erwischt. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Wenn sie so weiter reingehen, dann hat am Ende des Spiels hier jeder eine Karte. Groß. Sie versuchen es mit schnellen und scharfen Pässen. Und die Bahn ist frei. Er entscheidet sich dafür, erstmal hinten rumzuspielen.
Der Ball kommt ins Zentrum. Schon läuft der Gegenangriff. Hatte nicht lange gedauert, bis sie den Ball zurückerobert. Hat unglaublich viel Zeit und er bringt ihn. Und er geht an den Pfosten. Ja, oh, guter Versuch, aber das war's mit der ersten Hälfte. 2:1 der Spielstand. Wir haben Tore auf beiden Seiten gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass das im zweiten Durchgang so weitergeht. Und ich sag einfach mal, Ausgang dieser Partie völlig offen. 2:1, nur ein Tor trennt beide Mannschaften. Substitution on the field. Number 11. Number 20. Hälfte 2 ist eröffnet. Hier ist Messi. Er hat sich auf. Number 9. Erling Haaland. Number 17. Carlos zeigt, dass er immer auch offensiv denkt. Number 66. Und macht er den? Ja, Rafael Leão. Flanke von innen nachsetzen. Also so macht er dem Torhüter keine Angst. Frei vor dem Tor, freier vor dem Tor, am allerfreiesten vor dem Tor und er macht das Ding nicht rein. Das ist einfach nur schlecht. Valverde ist der Adressat dieses langen Balls. Wenn sie den Ball verloren haben, dann geht es sofort ins Gegenpressing. Ja, gutes Pressing. Sie wollen dem Gegner die Kugel so schnell wie möglich wieder abjagen. Absolut. Das war ein ganz klares Foulspiel im Strafraum und das bedeutet Elfmeter. Der FC Barcelona schenkt dem Gegner diese Chance. Jetzt heißt es, er gegen Torwart. Macht er hier den Ausgleich? Er zeigt keine Schwächen und bringt sein Team zurück ins Spiel. Kühl und abgeklärt verwandelt. Ab durch die Mitte. Das ist sowas von cool und abgezockt. Und der Neue, der schlägt gleich mal zu. So geht Joker. Valverde. Und er ist zur Stelle. Valverde hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen. Aber denkste. Messi. Groß. Ist körperlich einfach unterlegen. Tempo-Gegenstoß. Klasse durchgesteckt. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Und die Abseitsfalle schnappt zu. The attendance for this match was 71,649. Valverde. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Gut gesehen, guter Laufweg. Messi. Der Pass kam genau richtig. Messi macht das richtig klasse, wie er sich diesen Freiraum erarbeitet. Aber er weiß natürlich ganz genau, ich muss diese Chance nutzen. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Einfach mal Langholz. Rafael Leão und ein Schuss. Kimmich. Haaland mit einer guten Leistung bis hierhin. Er hat dem Spiel bereits eine entscheidende Richtung gegeben. Da geht er. Sucht er den Ab- Tor für den FC Barcelona. Und wieder schnappen sie sich die Führung. Aus dieser Entfernung vor dem Tor ganz allein, da konnte er nicht mehr vorbeischießen.
Also das muss die Mannschaft doch eigentlich wissen, dass man ihn nicht so zum Zug kommen lassen kann. Er hat den Freiraum und er nutzt ihn genauso, wie man es eigentlich von ihm kennen müsste. Die Chance. Überragende Aktion. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Nicht ohne Risiko dieses Tackling im eigenen 16er. Marquinhos wischt durch. Genau so müssen Sie die Sache jetzt angehen. Das war schon eine vielversprechende Offensivaktion. Das hätte auch klappen können. 100%ige Zustimmung meinerseits. Das ist Casemiro. Jetzt der Abschluss. Das war eine gute Chance, die Führung auszubauen. Sie dürfen weiter auf den Ausgleichstreffer hoffen und das haben Sie nur Ihrem Torhüter zu verdanken. Entscheidung steht, Einwurf. Makelele. Die Flanke, das ist die Möglichkeit. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Rafael Leao ist abseits. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Haaland hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Sie müssen konzentrierter agieren, da fehlt schlicht und einfach die Passgenauigkeit. Das ist für Sie eine gute Kontergelegenheit. Carlos. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Neymar mit der Torchance. Gewaltiger Satz. Und der Keeper ist zur Stelle. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Gut hochgegangen. Also Sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen Sie immer noch aufpassen. Das könnte was werden. Das ist ein Torwart. Das ist ein Torwart. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Haut ihn raus. 4 added minutes has been indicated. Das Spiel kann nicht mehr lange dauern. Ein schwacher Pass. Claude Makelele. Valverde. Die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Den muss Tolle schon und drin ist er. Hör mir auf, kurz vor Ende dann doch noch der Befreiungsschlag. Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Das können nicht viele und von dieser Kategorie gibt's nicht viele. Er ist eng gedeckt, aber wie er den Körper einsetzt, den Ball abschirmt, den trifft. Und der Schiedsrichter macht dem Ganzen hier ein Ende. Es war eine torreiche, spannende Begegnung, aber sie endet unentschieden. Das war alles in allem Werbung für den Fußball.